So, seit heute ist er nun da, der sogenannte Fitzli-Putzli, eine kleine Metallfigur, angeblich aus Mexiko, die wir in der Ausstellung Luther, Kolumbus und die Folgen als Leihgabe zeigen werden. Der Fitzli-Putzli ist in Nürnberg schon seit Jahrhunderten bekannt. Erstmals ist er 1662 in der Stadtbibliothek in Nürnberg erwähnt und man hat ihn stets als geheimnisvolles, teuflisches Kultbild interpretiert, das auch so ein bisschen die Vorurteile gegenüber der fremden neuen Welt zum Ausdruck brachte. Wir werden jetzt versuchen, den Fitzli-Putzli auch mal technisch ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Das Germanische Nationalmuseum hat eine tolle Abteilung für Kunsttechnologie mit allen Apparaturen, die dafür notwendig sind, sodass wir jetzt zumindest die Frage, woraus ist er eigentlich gemacht? Also, was sind die Materialien? Ist es Gold? Ist es Silber? Ist es nur Bronze? Dass wir das die nächsten Tage werden klären können. Ich bin schon gespannt, was dabei herauskommt.